Moin moin liebe Sportsfreunde, herzlich willkommen zum Playoff-Final 2019. Let's go! Falls ihr neu auf dem Channel seid, nicht vergessen, ein Abo da zu lassen. Es ist natürlich wie immer kostenlos, es ist for free und somit werden ihr auch in Zukunft keine weitere Folge mehr von mir und NHL 19 verpassen. An dieser Stelle ein riesen Dankeschön für all diejenigen, die das Jahr mit dem HC Davos so hammergeil supportet haben. Ihr seid einfach die geilste Community, die man sich nur wünschen kann. Ja, und in dieser Let's Play-Folge habe ich eine sehr, sehr besondere Community-Umfrage für euch. Und zwar könnt ihr jetzt bereits eine Stimme abgeben, für welches Team ihr 2020 wären, falls wir wieder eine Hockey-Saison machen. Es kann natürlich noch ein paar Änderungen geben, je nachdem, welches Team aufsteigt oder absteigt. Aber das werden wir natürlich auch berücksichtigen. Aber ich kann mal vorweg schon mal eine Stimme abgeben. Eine Zusatzstimme. Ihr könnt jetzt hinschreiben Hashtag und mit welchem Team wir die nächste Saison starten sollen bei NHL 20. Geht noch ein Zeitchen, aber es ist ja das allerletzte Let's Play-Folge hier auf meinem Channel mit dem HC Davos. Und wir steigen jetzt gerade ein. Wir führen ihr Best-of-7-Serie gegen ZSC Lions. Es ist überraschend, dass der Final so zustande gekommen ist. Für beide Teams sind eigentlich nicht in Playoffs gekommen und es hat uns auch nicht dementsprechend ausgesehen, bis wir halt die Adjustments, die Trades vorgenommen haben, wo ihr in die Kommentare geschrieben habt, wo unser Team so dermaßen verbessert hat. Und die zweite Hälfte der Saison mit all diesen Trades hat unser Team wirklich eingeschlagen. Und auch da schlägt etwas ein, und zwar der Böck zum 1:0. Nicht einmal 2 Minuten, also 1 Minute 07 sind gespielt und wir führen 1:0 gegen DZ. Und es geht gerade weiter. Wir sind in 12. Minute wieder Davos mit einer guten Möglichkeit. Wir sind dominant, die bessere Mannschaft. Der Z schläft und der Z bekommt bereits das zweite Goal. Der Arno de Curto wünscht sich jetzt eine Bande von der ZSC Lions, dass er das Team nicht gewechselt hätte, weil da bekommen sie jetzt einmal eine richtige Stammpauke von der Davoser im Start von dem ersten Drittel. Enorm gut gespielt, gute Kontrolle, bessere Übersicht. Der Schlegel, ja, der schläft da ein bisschen, vielleicht ist der Pass auch schnell gewesen. Aber die Scheibe hätte er definitiv können haben, falls er richtig für Schoppa wäre. Ja, weiter geht's. 12:09 sind noch die Spiele im ersten Drittel. Wir führen mit 2:0 und es gibt einfach nur eine einzige Seite momentan und die heisst Zug aufs Goal vom Schlegel. 3:0 Davos führt im Finale. Falls wir gewinnen heute, sind wir Sieger, dann haben wir gewonnen. Schweizer Meister, jawohl. Aber 3:0 heisst noch nichts. Das weiss natürlich auch der Z und dementsprechend drücken sie jetzt. Die wollen natürlich das verhindern, die wollen nochmal ein Spiel rausholen, daheim im Hallerstadion. Pass ins Lot, 4:0, Davos schlägt wieder zu. Wow, was für ein Einstand, was für eine Antwort und der Schlegel, ja. Warum nicht der Flöhler im Goal ist, keine Ahnung, der Del Curto wird es wissen. 4:0 führen wir das dritte Drittel. Wir sind bereits im dritten Drittel. Das zweite Drittel ist einfach nur so. Da hinplätschert keine grosse nennenswerte Möglichkeit. Da hat es gegeben. Bis jetzt auf das. 4:1 für Davos noch. Aber der Z hat jetzt verkürzt. Es sind noch 3 Goal aufzuholen. Das ist viel. Aber im Hockey nicht alle Welt. 3 Goal kann man aufholen innerhalb von 19 Minuten, das ist absolut möglich und man ist hier auch dementsprechend gut gestartet. Das hat man gebraucht, ein frühes Goal
in dem Spiel. Und wir haben jetzt immer wieder gute Konter, gut verteidigt. Jetzt hat man den Pass nicht ganz vor das Goal bekommen. Konter und Abpraller. Und da ist 4-2. 4-2. Und es sind ein bisschen mehr als 3 Minuten gespielt. Der Z hat noch 16 Minuten und 51 Sekunden. Da 2 Goalschüsse. Und das ist jetzt heftig. Es ist wirklich heftig, wie der Z der Moral zeigt und aus dem Drittel kommt. Und eventuell früher Saisonend, kann man ja nicht sagen, aber das Saisonend verhindern möchte den Titel holen, zurück nach Zürich, den Titel zu verteidigen. Was heisst zurückholen? Einfach verteidigen. Aber der Wos weiss das zu verhindern. Gute Möglichkeit, wir sind im Powerplay und niemand fühlt sich irgendwas wie ihr lag oder auch irgendwas wäre für den Spieler verantwortlich. Jetzt ist es klar. 10 Minuten 57, der Petru Lindgren schießt der Wosse zum Titel. Die letzten 25 Sekunden laufen und dann heisst Schweizer Meister HC Davos nicht mehr lang Spieler. Und das haben wir natürlich auch euch zu verdanken. Dank euren super Trade-Vorschlägen etc. Und es sind noch 20 Sekunden. Dann heisst Schweizer Meister HC Davos. Dann haben wir den Kübel wieder zurück in die Bündner Berge geholt. Davos in Real Life im Abstiegskampf und da Schweizer Meister. Das ist ein Wechselbad der Gefühle. Der Z war nicht in der Lage, uns heute Parole zu bieten. Und das ist jetzt einfach der verdiente Sieg, der verdiente Schweizer Meister in einer super Saison. An dieser Stelle danke ich euch viel mal, sehen wir das Jahr dabei gewesen. Herzlichen Dank von mir an euch. Geniessen die Bilder. Bis zur nächsten Saison, bis zum nächsten Video. Euer Pico. Tschüss.